Das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Weißt du, was da alles passieren kann? Schlimmer kann es nicht kommen. Erster Solo-Overnight und dann das. Wir haben heute ein ganz besonderes Video, auf das wir reagieren werden. Nämlich vom guten Taco, der seine 10.000 Abonnenten erreicht hat. Und er hat sich was wirklich Krankes für sein 10.000 Abonnenten-Special überlegt. Nämlich will er oder hat er in einem verlassenen Ort übernachten wollen. In einem verlassenen Hotel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist ein Video, welches komplett schief geht. Und wirklich, meine lieben Freunde, ich habe mir sagen lassen, es ist krass. Ich kenne dieses Video noch nicht. Ich habe es mir nur erzählen lassen. Und ich bin unendlich gespannt, was uns erwartet. Taco, enttäusch uns nicht! Die Erwartungen sind hoch. Fast 200 Zuschauer hier auf Twitch. Wir sind alle gespannt. Alter, das ist mal ein Standbild. Sorry, Taco. Das ist die erste Sekunde deines Videos. Alter, was ist das für ein Standbild? Scheiße, wer ist das? Wen hattest du dabei? Fake, du hattest wen dabei, Taco? Hast du was genommen vom Oberleiter? Das ist geil, Alter. Okay, Leute, ich krieg Besuch. Fuck. Oh, fuck. Er kriegt Besuch. Oh mein Gott, was mache ich hier? Hallo? Ich hab übelst Gänsehaut. Vor kurzem erreichten wir auf diesem Kanal die 10.000 Abonnenten. Herzlichen Dank an alle, die dabei sind. Es war an der Zeit für eine neue Challenge. Eine Herausforderung, die dem 10K-Abo-Special gerecht ist. Ich bin zurückgekehrt an einen Ort, den ich bei Tag schon gruselig finde. Ein verlassenes Hotel im Wald an einem See. Hier werde ich heute eine Nacht verbringen. Meine erste Nacht allein in einem Lost Place. Regen, Nebel und Kälte ließen diesen Ort in der Dunkelheit noch unheimlicher erscheinen, als ich erwartet habe. Ich war auf alles vorbereitet. Andere Urbexer, die mich in der Nacht besuchen, unheimliche Geräusche oder sogar paranormale Erlebnisse. Doch es kam alles anders. Es kam schlimmer. Scheiße, Mann. Scheiße. Ich bin so gespannt jetzt, ne? Fuck. Moin Leute, grüße euch. Ich bin Taco. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zum 10.000 Abo Special. Wir haben vor kurzem die 10K geknackt und ich werde heute das erste Mal... Ich hoffe, dass ich genauso eine Anmoderation bald machen kann, nur mit den 100K, Leute. Haut ordentlich rein, ihr wisst es. Nächstes Jahr müssen die drin sein, ne? Alleine in einem wirklich gruseligen Lost Place Pen mitten im Wald. Seid gespannt. Let's go. Tacos World. Taco, wenn du mich als Sprecher brauchst für dein Intro, sag Bescheid. Ich spreche dir gerne einmal richtig geil so Tacos World. Das könnte nochmal richtig Pep geben für dein Intro. Da fehlt so ein Pep. Taco's World. So ungefähr. Für immer, ab jetzt in jedem Intro von Taco. Jo, wir sind jetzt hier gerade mitten im Wald angekommen. Gerrit ist mit dabei. Wir haben vorher gerade noch ein verlassenes Krankenhaus erkundet, was ihr nächstes Wochenende sehen werdet. Und der Gerrit lässt mich jetzt alleine hier in diesem gruseligen alten Hotel. Also ich konnte die letzten Tage schon nicht schlafen. Gerrit sieht von jetzt gerade aus dem Blickwinkel aus wie eine Geistererscheinung. Das ist Gerrit, das ist alles, was wir von Gerrit sehen. Bei dem Gedanken, dass ich hier heute alleine in der Nacht verbringen werde. Das ist auf jeden Fall mega spooky. Also es sieht von außen schon gar nichts. Von außen schon richtig widerlich. Ich zeig's euch jetzt. Gerrit haut jetzt rein. Ja, Junge, vielen Dank fürs Herfahren. Du holst mich morgen wieder ab. Ja, also. Falls du nicht verschwollen gehst oder so. Okay, Leute. Rein ins Adventure. Los geht's. Digga, hau rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Gerrit, bester Mann. Ich glaube, das muss ein ganz weirdes Gefühl sein. Du stehst da und die Person, die dich da hingebracht hat, fährt jetzt weg und dann bist du alleine. Stille, Ruhe.
So, man kommt gar nicht erst in diesen Mut, erstmal dahin zu fahren, vielleicht alleine und so weiter. Du bist instant komplett von jetzt Zivilisation dann auf alleine gestellt, ne? Erinnert mich ein bisschen an Seven vs. Wild, nur so, klar, in einem kleineren Ausmaße, ne? Aber wenn du dann plötzlich im Lost Place bist, auf dich alleine gestellt und so. Oh, das ist krass. Echt. Und da, Leute, seht ihr das Objekt der Begierde. Ein wirklich riesengroßes, verlassenes Hotel. Ich war hier schon mal, habe hier schon mal ein Video zugedreht. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr ja mal sehen, wie sich das Ganze mittlerweile verändert hat. Es ist Nacht, beziehungsweise es ist Nacht. Es ist 19.30 Uhr, es ist stockfinster, es ist nebelig. Obendrin gibt es noch eine Wohnung, wo circa vor einem Jahr noch jemand gewohnt hat. Da war ich noch nicht drin und das gucken wir uns auch gemeinsam an. Ich werde mir jetzt erstmal einen Raum suchen zum Schlafen, meine Sachen verstecken und dann erkunden wir das Ganze gemeinsam. Vielen Dank nochmal an der Stelle für die 10.000 Abonnenten. Ich habe mich mega gefreut. Man hört jetzt schon Geräusche von da drin. Ich habe gerade schon irgendwas knacken gehört. Ich glaube, das wird die gruseligste Nacht in meinem... Da hätte ich schon, da wäre ich, Alter, ist so Angst, wenn man da drinnen schon Geräusche hört und dann noch da rein muss. Puh. Aber ich ziehe es jetzt durch. Ich habe mir die Challenge gesetzt und wir gehen jetzt rein, Leute. Wir gehen jetzt rein. Oh je, ey. Boah, da reinzugehen, alleine. Ich könnte es nicht. Scheiße. Das ist so ein krasses altes 70er Jahre Hotel. Richtig, richtig gruselig. Ich hoffe, ich werde überhaupt ein Auge zumachen heute Nacht. Ich habe auch noch eine Wildkamera dabei. Die werde ich dann noch mit euch irgendwo positionieren. Irgendwo am Eingang, würde ich sagen. Dass, wenn hier nachts irgendwer reinkommt, wir den auf jeden Fall auf Video haben. Und ich habe von Dodgy, einer Firma, die Smartphones herstellt, ein Smartphone zugeschickt bekommen mit Nachtsichtfunktion. Und mein Plan ist es, hier durchzulaufen, möglichst ohne Licht. Muss mal gucken, wie weit das geht, wie gut der Restlichtverstärker von dieser Nachtsichtkamera ist. Ja, und das Ganze hier nur mit dieser Nachtsichtkamera erkunden. Das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Einfach Solo-Overnight. Ein Zimmer mit Sesseln und Sofas. Hallo? Oh mein Gott, ich hoffe, ich bleibe alleine und es kommt nirgends wer hier nachts her. Ist natürlich jetzt auch Freitag. Genau. Ich kenne mich hier noch ganz gut aus und hier ist das Zimmer mit den Sofas. Allerdings stand hier in der Mitte auch nochmal ein Tisch. Und naja, es sieht doch ziemlich ranzig alles aus. Boah. Wir gucken mal nach hier hinten weiter. Oh je, oh je, oh je. Oh mein Gott, es ist so unheimlich, Leute. Ich hätte halt Yuki-chan, am liebsten ein Zimmer, wo man irgendwie die Tür verbarrikadieren kann. Also wirklich, ohne Tür verbarrikadieren könnte ich mir kein Solo-Overnight vorstellen. Ist einfach so. Dann würde ich es gar nicht machen. Ohne Tür verbarrikadieren. Alter. Sonst kann ich, glaube ich, nicht schlafen, ey, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass da jeden Moment jemand reinstolpern kann in das Zimmer. Nee, niemals. Das wäre auch ziemlich geil, wenn ich irgendwo ein Fenster aufmachen könnte. Guckt euch diesen langen, dunklen Gang an, ey. Junge. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob die Tür hier, ob die sich noch schließen lässt. Ja, okay. Die ist zu, das ist schon mal gut. Erstmal runter mit dem fetten Rucksack. Das Equipment rausholen, was wir jetzt brauchen werden. Die Wildkamera, das Dodgy S89. Vielen Dank an Dodgy für dieses ultra fette Smartphone. 12.000 mAh Akku, Nachtsichtkamera. Ist sogar wasserdicht, glaube ich, bis 5 Meter oder 10 Meter. Ich schreibe euch mal die ganzen Details zu diesem Handy unten in die Videobeschreibung und den Link zu dem Handy, wo ihr das bestellen könnt. Und ich werde hier halt, wie gesagt, die Nachtsichtkamera benutzen, um hier ein bisschen zu erkunden. Okay, Leute.
Ich habe jetzt hier gerade meine Sachen vorbereitet. Und es geht schon los. Oh nein. Ich glaube, ich habe gerade Schritte gehört. Es kann natürlich jederzeit sein, dass hier noch andere Urbexer sind. Hey, ich würde mir so in die Hosen scheißen, Alter. Taco, wirklich, du bist doch krank. Du bist echt krank. Aber es ist halt auch ein echt altes Haus und man hört hier, glaube ich, sowieso ständig Geräusche. Und es ist auch alles nass und tropft überall. Also vielleicht war das auch einfach nur das Haus. Ich höre jetzt auch nichts mehr. Es geht gut los. So, da unter dem Laken liegt jetzt mein Rucksack. Mir ist gerade aufgefallen, hier ist alles voll mit Mäusekacke in den Ecken. Ah, richtig widerlich. Oh nein. Ich gehe jetzt, wie gesagt, runter zum Eingang und werde dort die Wildkamera positionieren. Wir ziehen das durch. Ihr seid mit dabei. Los geht's. Respekt. Respekt. Das ist so eine Situation, da hatte ich schon Angst vor, jetzt diese Tür zu öffnen. Wenn ich dann davor Schritte gehört habe. Ich habe, ey, ihr glaubt's vielleicht nicht. Klingt doof, aber ich habe, selbst wenn ich hier bei mir zu Hause bin, komische Geräusche höre und mir einfällt, ich habe die Tür noch nicht abgeschlossen. Das mache ich nämlich nachts immer, weil wir auch im Erdgeschoss wohnen und dann unsere Haustür ist hier manchmal kaputt. Das macht keinen Sinn. Dann muss ich die einfach abschließen, weil sonst kann man easy mit einer Karte oder so kommt man rein, ne? Und dann, wenn ich dann Geräusche höre und mir es einfällt, ne, ich habe noch nicht abgeschlossen, ich habe schon Angst, die Schlafzimmertür aufzumachen, dass da dann jemand steht. Da steht sie, Mädchen in Weiß. Stellt euch das vor. Oh Gott, das ist so spooky, Alter. Ich bin hier wirklich komplett alleine. Absolute Horror-Location. Ich merke auf jeden Fall gerade, wie das Adrenalin ordentlich reinkickt. So richtig angenehm ist das Ganze nicht. Glaube ich. Aber Challenge gesetzt, Challenge wird durchgezogen. Und ich nummeriere auch hiermit den Leon von Leon TV. Sowas. Willst du mich verarschen, Taco? Willst du mich verarschen? Taco, du bist echt einfach ehrenlos. Einfach ehrenlos. Nominiert er mich? Was für nominieren? Sind wir hier bei einer Eisbacke-Challenge? Bei einer Eisbacke-Challenge? Wir sprechen über einen Solo-Overnighter, Mann. Weißt du, was da alles passieren kann? Er nominiert mich einfach wie bei einer Eisbacke-Challenge oder sonst. Hier, weiß ich nicht. Bei so einer Candy-Challenge oder weiß ich nicht, wie man da nominiert man Leute, nicht bei einem Solo-Overnighter-Taco. Du hast die Regeln davon nicht verstanden. Alter, er macht einfach Nominierung. Er nominiert mich einfach. Gibt's da Kommentare zu? Alter, wir gucken gleich mal in die Kommentare oder so, ne? Cooles Video, aber die Ehrennominierung ist ehrenlos. Aber weißt du was, Taco? Ich nehme die Nominierung an! Solo Overnighter Incoming 2023. Ich nehme sie an. Was auch durchzuziehen, alleine, in so einem richtig gruseligen alten Lost Place. Scheiße. Eine Nacht zu verbringen. Für den wäre das auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Wir gehen hier runter. Scheiße, Alter. Ehrlich, was ist das? Er nominiert mich einfach. In den Eingangsbereich und werden jetzt hier irgendwo die Wildkamera positionieren. Es ist ja halt auch so hart am Tropfen überall, das hört sich immer an wie Schritte. Es ist richtig, richtig widerlich, Leute, ich sag's euch, richtig widerlich. Ja, ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Weil wenn man die auf den ersten Blick gleich sieht, dann kann man die natürlich auch mitnehmen und das will ich verhindern. Hey Leute, ich bin so ein Dulli. Ich habe keine Speicherkarte reingemacht in die Wildkamera. Also jetzt nochmal hoch an den Rucksack. Ei, ei. Und eine Speicherkarte holen. Alleine
im Wald, in einem riesengroßen, gruseligen Hotel. Warum mache ich das? So, Speicherkarte ist drin. Versuch. Die Frage ist, warum nominierst du mich? Warum nominierst du mich? Versuch Nummer 2. Ich hoffe, ich komme irgendwie hin mit den Akkus. Im allerschlimmsten Notfall muss ich irgendwie mit dem Handy weiterfilmen. Jetzt erstmal Mission Wildkamera aufstellen. So, Wildkamera steht. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Da. Und hier, unter diesem Stuhl, habe ich jetzt hier die Wildkamera hingestellt und habe da nochmal so ein bisschen so ein Tuch drüber gelegt. Gut versteckt. Dass es vielleicht nicht direkt auffällt. Okay, ich zeige euch erstmal hier unten alles. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Und hier nach rechts geht es in diesen Gastronomiebereich. Oh je. Es ist alles komplett durchgeweicht hier. Es ist alles voll mit Schrott. Matratzen, alte Stühle, alte Möbel, alles durchgesifft, bis zum geht nicht mehr. Oh Leute, guckt euch das an, ey. Es ist so vollgemüllt alles. Es ist so krass. Es tropft überall von der Decke. Hier steht noch sowas wie so eine... Zumal, man hat es gerade gesehen, komplett zugänglich, die Location, ne? Das ist auch so ein Aspekt, Alter. Das wird mir so eine Angst machen, ne? Einfach, komm, du kannst einfach reinlaufen. Wer weiß, wer da nachts kommt? Bona-Maschine? Hey, ist doch das wirklich das erste Mal, dass ich alleine in einem Lost Place bin und das erste Mal, dass ich alleine in einem Lost Place eine Nacht verbringen werde. Anfangs dachte ich mir so, okay, ist vielleicht doch gar nicht so schlimm. Aber jetzt, wo ich wirklich hier bin und alleine bin, ist es wirklich verdammt unheimlich. Hier ist so ein großer Raum. Richtig schöne große Fenster. Da steht noch ein Tisch mit ein paar Stühlen. Und hier in der Ecke ein riesiger Kamin. Also man kann sich schon gut vorstellen, wie schön das hier mal war. Die ganze Decke mit Holz verkleidet. Wie gesagt, ich war schon mal hier, habe hier ein Video zugedreht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Guckt euch das unbedingt auch mal an, weil da sah das alles noch viel schöner aus als jetzt. Okay, wir gehen jetzt hier wieder zurück durch dieses Mülllager und dann zeige ich euch mal das Schwimmbad. Hier ist nochmal so eine kleine Bar. Dahinter ist die Küche. Da geht es hier hinten rum. Boah, Leute, ich habe so Gänsehaut, ne? Boah, die ist auch komplett fest. Guckt euch das an, was hier noch an Geschirr rumsteht. Oh je. Unglaublich. Ey, es ist noch alles am Start hier an Geschirr. Ne? Hier eine große Küche. Töpfe gelagert hier. Das Spannende wird gleich. Oben die Wohnung, wo bis vor einem Jahr noch jemand gelebt hat. Da war ich selber noch nicht drin. Ich weiß aber, dass man reinkommt. Dazu muss man aber einmal ums Gebäude rumgehen. Ich würde sagen, ich zeige euch hier unten jetzt nochmal den Pool. Und hier ist noch sowas wie ein Physiotherapiebereich mit so einer Therapiewanne. Und dann gehen wir aber auch nach oben in diese Wohnung. Was die Nacht passieren wird, ob ich überhaupt schlafen werden kann, wir werden es sehen. Hier sieht man schon, da steht noch so eine Physiotherapie-Liege. Und da ist so eine Therapiebadewanne. Schon oft gesehen, sowas in Lost Places. Hier liegen sogar überall noch. Aber da ist ja wirklich noch mega viel drin. Das ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Crazy. Boah, krass. Boah, hier stinkt es auch so unglaublich widerlich. Was wohl daran liegen wird, dass hier der übelste Morast in diesem Schwimmbecken drin ist. Richtig, richtig ranzig. Wir gehen jetzt nach oben, einmal ums Gebäude rum und gucken uns oben diese Wohnung an, was für mich auch das erste Mal sein wird. Und da werden wir auch dann gleich diese Nachtsichtkamera von diesem Handy, von dem Dodgy S89 ausprobieren. Ganz ehrlich, ich will das Ganze hier eigentlich einfach nur hinter mich bringen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl dabei. Aber ich will euch natürlich auch ein bisschen was bieten hier. Also, ich gehe jetzt einmal ums Gebäude rum und wir sehen uns dann sofort wieder, wenn wir vor dieser Wohnung stehen. Würde ich aber auch machen. Einmal safe call machen. Puh.
Leute, ich bin angekommen an dem Eingang. Will eigentlich gar nicht, ne? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch machen würdet, alleine nachts so ein Lost Place zu erkunden und auch noch hier zu schlafen. Da geht's rein. Nee, würde ich nicht machen, aber ich wurde ja nominiert. Deswegen muss ich's machen. So, Leute, ich muss ein bisschen Rotlicht anmachen, sonst sieht man leider gar nichts auf dem Handy. Ich bin jetzt hier reingegangen und so sieht das Ganze aus. Hier vorne steht ein alter Safe, wie das aussieht. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Oh Gott, ist das gruselig. Hier zur Linken ist ein übelst langer, ekliger Gang. Ey Leute, ihr glaubt nicht, wie gruselig das ist. Fuck, man. Wenn man nur sich auf diesem Handy-Display orientieren kann. Weil wie gesagt, ich habe zwar Rotlicht, aber ich sehe damit trotzdem so gut wie gar nichts. Hallo? Ach du Scheiße, hier geht eine Treppe nach oben. Da ist ein Fahrstuhl, wo es wohl mal mit nach unten ging, in die Hotelzimmer und in das ganze andere Gebäude. Ach, ich guck nicht hin! Scheiße, ey. Ich guck nicht hin! Alles komplett vollgemüllt hier. Oh mein Gott. Leute, es ist so fucking creepy. Ich hab übelst Gänsehaut. Wir gehen jetzt rein hier in diese zugemüllte Wohnung, wo vor einem Jahr noch jemand gelebt hat. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal machen werde. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Da vorne ist einfach mal ein Spiegel. Hallo? Ich sehe einfach mal, ohne Scheiß, Leute, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur was auf dem Handy-Display, was ihr auch seht. Hier ist ein übelst zugemüllter Raum. Komplett zugemüllt. Ich zeige euch das Ganze morgen nochmal bei Tageslicht. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Boah. So ein ganz alter Ofen. Das ist ja, das sieht aus, als hätte da noch gerade jemand gelebt, Mann. Ich hätte wirklich geisteskranke Angst, dass da jemand gleich um die Ecke kommt, ne? Es ist so widerlich, wenn man in diesen Raum reinguckt, ohne auf das Handy-Display zu schauen. Man sieht einfach nichts, es ist schwarz. Genauso wie dieser Flur hier, es ist einfach schwarz. Oh mein Gott, was mache ich hier? Hier sind noch überall Klamotten in den Schränken. Hier sind so Wandschränke hier vorne. Und hier geht es in ein Zimmer rein. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Holy shit, ey. Oh, ich dachte gerade, da steht was in der Tür. Alter, Leute, ich habe komplette Gänsehaut, ne? Was ist hier drüben? Ein Badezimmer? Alter! Eine riesige Badewanne. Also wie gesagt, ich zeige euch das nochmal alles morgen bei Tageslicht. Ich muss mir ein bisschen die GoPro-Akkus einteilen. Okay, wir gehen wieder zurück in den Flur. Ich habe auch gehört, dass dieser Typ, der hier gewohnt hat, der hatte hier keinen Strom. Und der hat nur mit Stromgeneratoren irgendwie sich Strom gemacht. Hier sollen irgendwo auch noch ganz viele Benzinkanister rumliegen. Also hier liegen auf jeden Fall schon mal Kanister. Aber das sieht eher aus wie Wasserkanister. Das ist so creepy. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Was ist hier hinten noch? Ich sehe wirklich ohne Scheiß, Leute, ich sehe nichts ohne diese Handy, ohne dieses Handy-Display. Alter. Übelstes Chaos hier. Das Fahrrad steht da rum. Wir gehen jetzt wieder diesen langen Flur zurück. Dieses Gefühl hier, komplett alleine zu sein, in absoluter Dunkelheit. Und nur auf diesem Handy-Display hier was zu sehen. Wenn jetzt auf einmal irgendwer hier vor mir stehen würde, ne? Ich würde, glaube ich, echt einen Herzinfarkt kriegen. Okay, jetzt geht's hier hoch. Hallo? Ist natürlich keiner hier, ne? Aber was ist, wenn? Wenn doch auf einmal hier irgendwer ist. Scheiße. Oh fuck, da hängen irgendwelche Jacken. Boah, da wäre ich raus. Dann hängen noch Jacken da oder so. Boah, run. Run. Dö. Wirklich, ich wäre so raus, ne? Ich hätte da einfach Schiss vor, dass ich da gleich hochgehe und da jemand steht. Bei sowas weiß ich dann halt auch nicht. Nimmst du Selbstverteidigung mit oder nicht? Boah, ich sehe überhaupt nicht, wo ich hintrete. Leute, ich mache jetzt mal ein bisschen Licht an und fülle mit der GoPro weiter. Irgendwie ist mir das gerade zu krass hier. Mit diesem Nachtsichtkamera. Hier ist alles so groß, ich sehe auch noch kaum was auf dem Display jetzt. Kann man nachvollziehen. Ich mache jetzt Licht an. Leute,
Ich habe ganze Zeit einen Gänsehautschauer nach dem anderen. Es war gerade so schlimm, mit dieser Nachtsichtkamera sich hier zu orientieren. Ich musste jetzt einfach Licht anmachen, weil ich die Räume hier oben, die sind so groß, dass ich auf der Nachtsichtkamera kaum irgendwas erkennen kann. Und ja, wir haben hier ein großes Zimmer mit einem Kamin. Hier ist sowas wie eine Balkontür. Hier seht ihr mal das ganze Gebäude. Ich mache es mal ein bisschen heller hier noch. Da unten ist die Dachterrasse. Hier ist das Dach. Da vorne ist noch ein Gebäude. Wolfgangs. Und hier... Alter, wie es hier aussieht, ne? Was ist das hier? Leute, hier liegt irgendein Brief vom Amtsgericht wegen einer Strafsache, wegen Körperverletzung. In der Strafsache gegen ... geboren am... Jetzt wäre ich raus, Alter. Jetzt findet er eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Wer weiß, ob der Typ da nochmal wiederkommt oder noch da ist, ich weiß es nicht. Am 7.10.1995 in Raisan, Russland, wohnhaft, hier in diesem Objekt, Staatsangehörigkeit britisch. Wegen Körperverletzung hat das Amtsgericht Jugendrichter in der öffentlichen Sitzung vom 10.01. Irgendwie ergibt das keinen Sinn hier. Naja, auf jeden Fall irgendeine Strafsache. Irgendwas wegen Körperverletzung. Wir haben hier hinten auf jeden Fall noch ein paar Zimmer. Alter, hier liegt so viel persönliches Zeug rum. Hier eine Forderung von Amazon Payments wegen nicht gezahlten Rechnungen. Leute, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich war gerade hier vorne in diesem großen Raum, wo dieser Balkon ist, habe meinen Akku gewechselt und ich habe draußen eine Frauenstimme gehört von etwas weiter weg, die gesagt hat, da oben brennt Licht oder da oben ist Licht. Ich muss jetzt erstmal schnell hier aus dieser Wohnung raus und nach unten gehen und gucken, ob da irgendwer vor dem Gebäude ist. Oh oh. Nicht, dass die jetzt irgendwie die Polizei rufen oder so, das wäre der komplette Fail. Puh, fuck, 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 fuck. Okay, ich bin wieder raus. Oh Mann, wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, ne, die mich hier anscheißen oder so, dann bin ich so am Arsch, ey. Okay, ich habe hier vorne vorm Gebäude niemanden gesehen, niemanden mehr gehört. Wenn die jetzt irgendwie die Polizei rufen oder so, weil die hier Licht drin gesehen haben, dann bin ich so am Arsch. Ich werde auf jeden Fall gleich auch die Speicherkarte wechseln, damit ich das Material sicher habe. Oh mein Gott, was mache ich hier? Das Ding ist... Ich habe gerade safe, hundertprozentig, jemanden gehört vor dem Gebäude oder vielleicht war es auch auf der anderen Seeseite und dadurch, dass es, ja, vielleicht hört man es auch von weiter weg. Es hat auf jeden Fall eine Frauenstimme, eine ältere Frau gesagt, da oben brennt Licht. Ich werde jetzt erstmal eine halbe Stunde oder so mich hinhocken. Ich bin hier zum Glück ziemlich weit vorne am Gebäude. Wenn hier irgendwie wer reinkommt oder mit Taschenlampen kommt, dann sehe ich das. Ich werde mich jetzt da vorne ans Fenster setzen im Dunkeln und erstmal abwarten, was passiert. Vorher brauche ich hier nicht mein Nachtlager aufbauen, wenn hier jetzt irgendwie gleich, keine Ahnung, Polizei herkommt oder sonst was. Alter, ich werde jetzt hier die Speicherkarte wechseln. Einen vollen Akku habe ich schon mal. Die Speicherkarte werde ich wegpacken. Wenn irgendwas passiert, ihr werdet es mitkriegen. Ich lasse es euch wissen. Ich habe mich jetzt 40 Minuten circa ruhig verhalten. Es ist nichts passiert, ich habe nichts weiter gehört. Ich denke mal, ich bin safe. Ich werde mir jetzt gleich noch eine 5-Minuten-Terrine warm machen und dann auch bald versuchen zu schlafen, damit diese Nacht einfach rumgeht. Und ich hoffe, ich werde irgendwie schlafen können und nicht ständig irgendwelche Geräusche hören oder sogar noch Besuch kriegen. Wir werden sehen. Ich hätte vor ein, zwei Jahren niemals gedacht, dass ich sowas machen werde. Guck mal, Flöte kann er auch noch spielen. Bettchen ist bereit. Ich habe hier zum Glück auch einen Raum, wo ich ordentlich Licht machen kann. Hier das Fenster, Brettern zu. Da kann nicht wirklich Licht nach außen dringen. Und jetzt mache ich mir erstmal eine 5-Minuten-Terrine warm. Und dann werde ich mich auch, wie gesagt, gleich in meinen Schlafsack kuscheln, weil es arschkalt geworden ist. Puh, es ist so verdammt kalt geworden, Leute. Es ist jetzt 21.36 Uhr.
Eigentlich noch viel zu früh zum Schlafen, aber was soll ich hier jetzt noch anderes machen? Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen hier durchs Haus laufen, euch noch was zeigen. Ja, ich denke mal, aber ihr habt erstmal genug gesehen und auch in dem Video, was ich hier schon mal gedreht habe, gibt's genug zu sehen. Und dann werde ich euch morgen, wenn der neue Tag hereingebrochen ist, noch ein bisschen mehr zeigen und auch noch mal oben in die Wohnung gehen, weil ich glaube, da gibt's noch ein paar spannende Details zu entdecken. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich wieder sicher gefühlt. Jetzt kommt das Aber. Alter. Oh oh. Doch wie ihr am Anfang des Videos schon mitbekommen habt, sollte es ganz anders kommen. Okay Leute, ich krieg Besuch. Da läuft gerade Safeway durchs Haus. Fuck. Ich würde mir in die Hosen AA machen, glaube ich. Also wirklich, da müsste ich... Ich glaube, ich würde Safe Call beim Solo-Overnighter eine Windel anziehen einfach. Dann nehme ich mir die größte, die Luan hat. Zieh mir die Windel an. Weil in solchen Momenten würde ich echt einfach... Da würde, glaube ich, einfach alles, was meinem Enddarm ist, rausrutschen. Einfach flutsch weg. Nicht, ist so. Guck dir das doch mal an. Du bist alleine da, auf einmal hörst du jemanden im Gebäude. Du weißt nicht, wer da jetzt kommt. Hey, wir werden früher oder später hier reinkommen. Scheiße. Scheiße, es sind echt die Bullen. Es gab keinen Ausweg mehr. Ich entschloss mich dazu, die Tür zu öffnen und mich zu stellen. Auf dem Flur standen mir 4 Polizisten gegenüber. Sie begleiteten mich zu meinen Sachen, nahmen meine Personalien auf, erteilten mir ein Hausverbot und baten mich darum, meine Sachen zu packen und sie nach draußen zu begleiten. Alter, schlimmer kann es nicht kommen. Schlimmer kann es nicht kommen. Erster Solo-Overnight und dann das. Erster Solo-Overnight und dann das, ey. Auf dem Weg sammelte ich die Wildkamera ein und die Polizisten forderten mich auf, die Aufnahmen zu löschen. Doch die GoPro lief in meiner Hosentasche unbemerkt weiter. Das macht mir doch wirklich Spaß, oder ist das mehr so? Das war jetzt mehr so eine Challenge für mich, ja. Ich habe schon öfter in verlassenen Orten übernachtet, aber noch nie alleine. Alle Daten werden gelöscht. An Ihre Gesundheitskarte? Ja, danke sehr. Gute Heimreise. Ich versuch's. Hat das denn irgendwie eine Anzeige nach sich? Ich habe schon gesehen, da steht ein Zettel, dass es zur Anzeige kommt. Und dann würde ich trotzdem noch ein bisschen als Anruf ist. Ja. Die ist dann nachher der Leute. Und dann nachher der Besitzer entscheiden. Und dann geht das Ganze dann. Ja. Die Anrufe haben die Anzeige. Okay. Wie kommen wir zu Post? Okay, gut. Alles klar. Gut. Genau. Ciao. Das war's hier an der Stelle mit meinem ersten Lost Place Overnight. Ich hatte das erste Mal, seitdem ich das mit den ganzen Lost Places mache, Begegnung mit der Polizei. Die sind gerade mit 4 Leuten hier reingekommen. Ich habe mich erkenntlich gezeigt. Ich musste mein Nachtlager abbauen. Ich habe jetzt hier meine 5-Minuten-Terrine in der Hand. Die ist wenigstens noch schön warm. Ja, ich hoffe, dass ich hier keine Anzeige kriegen werde. Das liegt halt im Ermessen des Hausbesitzers. Ich hau mir jetzt erstmal meine 5-Minuten-Terrine hier rein. Ich werde meinen Kollegen, den Gerrit, anrufen und hoffen, dass der mich abholen kann. Und er ruft mich einfach nochmal an, irgendwie, wenn du Bescheid weißt, irgendwie, wann du losfahren kannst. Bis später irgendwann. Ciao, ciao.
Jo Leute, ihr habt's gehört, ich habe den Gerrit erreicht. Der braucht jetzt locker 2 Stunden hierher und der wird auch nicht gleich losfahren. Das heißt, ich habe jetzt bestimmt noch 3-4 Stunden Zeit. Ich werde jetzt erstmal in den Ort runterlaufen. Oh mein Gott, Leute, mein erster Lost Place Overnight und was für ein Fail, ey. Was für ein Fail. Das kannst du keinem erzählen, oder? Das kannst du keinem erzählen. Oh, scheiße, Mann, ey. Taco hat mir eine Antwort gegeben, Leute. Wir erfahren gleich noch, was daraus geworden ist. Taco hat exklusive Infos mir per WhatsApp geliefert. Das ist mein 10.000 Abo-Special. Yes! Ich habe die Zivilisation fast wieder erreicht. Und ich muss jetzt erstmal irgendein Eckchen finden, eine Bushaltestelle oder sowas, wo ich mich niederlassen kann und die nächsten Stunden rumkriege, bis ich abgeholt werde. Ah, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde auf dieser Bank gesessen. Es ist jetzt 23 Uhr und mein Kollege hat mir jetzt gerade geschrieben, gegen 1 Uhr, 1.30 Uhr ist er da. Tut mir einen Gefallen, ballert mir die Kommentare richtig voll. Haut mir ein Like rein, dass ich vielleicht irgendwie mit den Einnahmen dieses Videos die Anzeige bezahlen kann. Beziehungsweise die Strafe, die mit sich bringen wird. Das war's hier von meinem 10.000 Abonnenten-Special, von meinem ersten Lost Place Overnight, der eigentlich gar keiner war. Alleine. Leute, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Ich habe tatsächlich exklusive Infos nochmal von Taco bekommen, die ich definitiv erwähnen soll, damit man auch sieht, wie das Ganze ausgegangen ist. Taco Call. Hallo? Yo. Du verrücktes. Du wirklich, du verrückter Typ, ehrlich. Geil, oder? Ja, sag doch mal den Zuschauern mit eigenen Worten ganz kurz, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Ob du eine Anzeige bekommen hast, was draus geworden ist. Hau mal raus. Ja, also erstmal vielen Dank, dass du das Video im Stream geschaut hast und ich freue mich sehr, dass du die Nominierung angenommen hast oder wie du gesagt hast, die Mumminierung. Habe ich Moni, habe ich Moni, Alter, Mumifizierung am besten. Genau. Also pass auf, vor circa 3-4 Tagen hat mich die Besitzerin angerufen. Das ist auch die Besitzerin des Campingplatzes gegenüber. Die wollte das Video sehen und dann entscheiden, ob ich es löschen soll. Die hat sich das Video angeguckt, die findet das ganz cool, was ich mache. Ich habe mit der, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang telefoniert und ja, wir sind da so ein bisschen warm geworden am Telefon. Die ist eigentlich echt super nett, dass diese Tür da am Eingang offen ist. Das ist auch erst seit ein paar Wochen so. Also es wird immer wieder irgendwie Fensterscheiben eingeschlagen und Türen aufgebrochen. Und ich soll der Community oder den Leuten, die ich kenne, mitteilen, dass die bitte dieses Objekt nicht mehr aufsuchen sollen, weil das Ganze jetzt bald renoviert werden soll. Die wollen das wieder aufbauen. Und da habe ich ihr meine Hilfe angeboten. Und zwar, dass ich ein bisschen meine Community mobilisiere. Und da habe ich auch schon eine Umfrage bei Instagram gemacht, da werden dann nochmal weitere Infos zu folgen, vielleicht auch nochmal ein Video. Also ich will Leute zusammenkriegen, die mit mir vielleicht an einem Wochenende sich da treffen, sowas wie ein kleines Abonnententreffen und gleichzeitig soll da eine große Aufräumaktion stattfinden. Also alle, die das jetzt hier hören, sind herzlich eingeladen, an dieser Location mitzuwirken, das alles auszumisten und aufzuräumen zumindest schon mal, dann soll das Ganze renoviert werden und dann darf ich auch, wenn das Ganze dann wieder irgendwann eröffnet wird, offiziell dort übernachten und ein Video drehen. Und das würde mich sehr freuen, wenn wir da ein paar Leute zusammenkriegen und wenn das Ganze irgendwann wieder ja als Hotel genutzt werden kann. Alter, wäre nicht sowas auch denkbar, dass man da wirklich so eine Art Community-Treffen macht, zusammen diesen Place genau. So aufräumt. Ich weiß ja nicht, ob das dann, ob man das vielleicht so ein Overnighter mit allen zusammen machen kann, dass man da so bis in die Nacht rödelt und macht und so. Oder ist das unrealistisch? Ich könnte auch nochmal drüber sprechen. Also die ist eigentlich ganz cool, die Frau. Also ich werde das auch nochmal mit dir ansprechen. Sie hat auf jeden Fall schon mal die Hilfe dankend angenommen und würde sich sehr freuen, wenn ich damit helfe und da ein paar Leute zusammenkriege. Und wie gesagt, wenn es dann wieder eröffnet wird irgendwann, dann darf ich da auch offiziell übernachten und ein Video zu drehen nochmal. Und genau, ich würde auch nochmal mit ihr sprechen, ob man da nicht vielleicht sogar echt mit ganz vielen Leuten eine Aufräumaktion starten kann über ein ganzes Wochenende, sodass man halt auch vielleicht da zusammen übernachtet. Und das wäre richtig geil, weil weißt du, was das dann wäre? Das wäre so eine Art Community-Overnight mit der Community, ja. Aber man macht gleichzeitig noch was Gutes für einen guten Zweck, hilft genau, dann da gleichzeitig genau. Noch die Location ein bisschen wieder herzurichten genau. Und zeigt auch, dass wenn
vielleicht auch Besitzer, auch den YouTubern oder uns halt gegenüber, die sowas ja machen, sag ich jetzt mal, respektvoll gegenüber sind und sowas, und dass man da auf jeden Fall auch gegenseitiges Interesse und so Win-Win, ne, befriedigen kann. Genau, und genau, dass es nicht immer sein muss, dass das über den rechtlichen Weg über Anzeige geht und so. Das wird das doch diese perfekte, der perfekte Beweis dafür sein, ne? Am Anfang war sie ein bisschen pissig, das Telefonat, aber ich habe dann lange mit ihr telefoniert und ihr erklärt, was ich so mache, und war dann echt eigentlich so ganz begeistert von mir und meiner Art und wie gesagt, ja, das Angebot, also dass das sie von dir und deiner Art begeistert war, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, Taco. Ja, Leute, folgt auf jeden Fall Taco, ne, auf Instagram auch gerne, um da auf bei allem auf dem Laufenden zu bleiben, ne. Ich bin da auf jeden Fall auch gerne involviert in das Projekt, ne. Und halt mich da auch gerne, gerne immer auf dem Laufenden, Mann. Okay, ey, wir hören und sehen uns, ja? Ja, Mann, bis dann. Ciao. Oh, der gute Taco, Mensch! Ach, da vermisse ich es gleich wieder, mit ihm im warmen Schlafsack zusammen zu liegen. So, nein, aber wirklich, ist eine geile Idee und viele schreiben schon hier, dass sie dabei wären tatsächlich. Das ist doch mal krass, das wäre wirklich crazy, ne? Das wäre wirklich crazy.